Wir haben heute den 11. Dezember und dann schauen wir mal, was wir Schönes machen. Heute basteln wir eine Schneekugel. Für die Schneekugel brauchen wir ein Gläschen mit Schraubverschluss, ganz wichtig, sonst kriegen wir das Ganze nicht mehr zu. Dann irgendwie ein bisschen Glitter, Deko, Schnee, irgendwie sowas, was wir da reinfüllen können. Natürlich Wasser, im besten Fall destilliertes Wasser. Und ich brauche noch ein bisschen Klebe, um den Schneemann festzumachen. Ja, und dann geht es auch schon los. Wir nehmen im Prinzip das hier als Untergrund. Und ich packe jetzt hier unterm Schneemann richtig viel Klebe. Vielleicht nehmt ihr besser flüssigen Klebstoff. Ich habe jetzt den hier. Ihr könnt natürlich auch Sekundenkleber nehmen, hält wahrscheinlich noch besser. Und dann packe ich das hier drauf. Hier kann man natürlich ganz kreativ werden. Also alles, ihr könnt hier alles Mögliche machen, alles reinpacken. Weiß ja nicht, auf welche Ideen ihr gerade so kommt. Könnt ihr uns natürlich schreiben hier unterm Video. Ich freue mich immer, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst, was ihr alles so Schönes vorhabt. Das ist so ein bisschen jetzt herbstlich, ne? Also die letzten Herbstblätter, die hier noch so rumschweben. Und dann auch ein bisschen was Silbriges. Das kann dann den Schnee symbolisieren und ein paar Sternchen. Ja, aber ihr kriegt die Idee. Es ist eigentlich ganz einfach selber zu machen. Die Schneekugel. Ja, und wenn ihr das irgendwie schön hergerichtet habt, wie gesagt, da kann man natürlich noch viel mehr machen, aber es geht jetzt nur mal um die Idee, dass ihr die festkriegt. Wenn ich das nämlich jetzt gleich umstülpe, fällt natürlich alles da rein, aber Hauptsache der Schneemann fällt nicht um und der ist fest. So, jetzt fülle ich das Gläschen mit Wasser. Nicht zu viel. Ihr wisst ja selber, in diesen Schneekugeln ist immer noch ein bisschen was offen. Ja. Und jetzt packe ich das ganze Zeug da rein und den Schneemann auch. Und schwupps, jetzt habe ich das nicht richtig zugedreht. Ja, ich werde mir das jetzt sparen, das nochmal umzudrehen, weil ich will jetzt auch nicht, dass hier noch mehr ausläuft. Aber ja, jetzt drehen wir das Ganze um und dann haben wir eine Schneekugel. Und was ich jetzt als nächstes machen würde, ich würde das Glas ein bisschen verzieren. Hier unten natürlich nicht, da steht es ja drauf. Aber wir können natürlich ansonsten noch hier vielleicht ein bisschen Washi-Tape drum machen oder ein Schleifenband drum. Das Ganze gibt natürlich ein super schönes Weihnachtsgeschenk, ein ganz individuelles, weil man kann natürlich auch was Persönliches da rein machen. Also da könnt ihr euch wirklich überlegen, was man so da machen kann. Auch da wieder, ich würde mich freuen, wenn ihr da ein paar Kommentare hinterlasst und uns ein paar Ideen mitgebt. Ja, jetzt ist das Ganze noch ein bisschen fixiert hier durch dieses Washi-Tape. Und wie gesagt, hier könnt ihr auch noch ein bisschen dekorieren und Spaß haben. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf eure Kommentare. Es wäre super schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder uns so einen Daumen nach oben gebt, vielleicht, wenn euch das gefallen hat. Ja, bis zum nächsten Video. Tag 12. Wartet auf uns.